fühle mich zurück als kompletter Waschbär, weil ich die komplette Nacht eigentlich nicht geschlafen habe, bis auf vielleicht 5 Minuten allerhöchstens im Bus. Ich kann ja eh nie im Bus schlafen und der hat auch ziemlich krass gewackelt und ist sehr interessant gefahren, muss man schon sagen. Ich glaube, einmal ist er über irgendeinen Bordstein an der Seite drüber und er ist auch irgendwann mal plötzlich so komisch gewendet, weil er offenbar nicht über die Straße durch konnte, die er ursprünglich geplant hatte, weil er zu breit war. Ich dachte eigentlich, Busfahrer fahren die Strecke dann öfter, aber ich meine, naja, nicht schlimm. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich im Bus werde schlafen können. Das heißt, es ist nichts Schlimmes passiert, womit ich nicht gerechnet hätte. Das heißt, ja, wir sind dann noch heute Morgen ein bisschen rumgegangen. Wir konnten unser Gepäck zum Glück im Hotel abgeben. Allerdings sind wir dann eben schon, also wir sind ein bisschen so einkaufen gegangen in der Stadt, aber wir waren halt ein bisschen müde einfach allgemein. Und ich zum Beispiel sehe so aus, also mit total verwischtem Kajal und so weiter. Und ich weiß nicht, ich gehe dann immer noch ungern irgendwie Klamotten kaufen oder sowas. Und jetzt sind wir eine Stunde früher zum Glück reingekommen und jetzt werden wir eventuell versuchen, ein bisschen zu schlafen. Eigentlich mache ich das nie tagsüber, aber ich würde es wahrscheinlich jetzt machen. Ansonsten, wenn ich nicht schlafen kann, hole ich mir einen gescheiten Energy Drink. Ja, und dann werden wir wohl nochmal schauen, ob wir den Primark hier finden. Ich war nämlich schon mal hier und dann habe ich den Primark nicht gefunden damals, aber da haben wir auch nicht irgendwie rumgefragt, da hatten wir nicht so viel Zeit. Wir waren jetzt schon in einem englischen H&M, also ich finde ihn irgendwie in England besser. Und da habe ich eine Sache gekauft und sind wir in ein paar Geschäften rumgegangen, aber da haben wir jetzt nicht so viel gekauft. Ja, genau. Die ganzen Sachen, die ich gekauft habe, kann ich ja am Ende irgendwann mal zeigen. Ich habe, glaube ich, die vom anderen Primark auch immer noch nicht gezeigt. Genau. Und sonst weiß noch nicht genau, das schauen wir danach noch. Also wir haben für die nächsten Tage immer schon irgendwas vor eigentlich, aber heute hatten wir nichts geplant. Und wir werden sehen, was ich noch machen werde. So, das ist unser neues Zimmer. Ist auch wieder ziemlich cool eigentlich. Also ich meine, es ist relativ modern alles und gar nichts irgendwie so abgefucktes. Keine Ahnung, kann man ja schnell drankommen. Wir haben diesmal so ein Doppelbett. Finde ich auch besser als oben, weil wir beide lieber unten schlafen. Ja. Mein Zeug liegt schon wieder über dem ganzen Boden verteilt. Ich kann es nur leider schlecht so von weiter weg zeigen, weil es nicht so groß ist, aber das finde ich auch gar nicht schlimm. Wir haben diesmal sogar ein Waschbecken zum Spiegel dazu, was sehr gut ist. Und ja, das ist hier sogar direkt zwischen Oxford Street und Oxford Circus und Piccadilly Circus. Also total zentral und trotzdem ist es nicht so mega teuer, weil das hätten wir uns auch nicht lassen können. Das ist sogar kaum teurer als irgendwas wirklich weiter außerhalb gewesen wäre. Das heißt, es ist ein richtig gutes Hotel. Ja, das heißt YHA, also YHA Oxford Street. Ja, falls euch das interessiert. So, wir haben jetzt schon abends von unserem ersten Tag in London. Nachdem ich vorhin gevloggt habe, sind wir nochmal in die Stadt gegangen. Wir haben ganz kurz geschlafen, aber nicht so lange, also ich zumindest nicht so lange. Aber ja, das ging dann und dann sind wir in die Stadt gegangen und waren noch um Forever 21, haben da aber nichts gekauft. Also ich meine, wir haben hier zu Hause eigentlich auch einen, nur Primark ist ja zum Beispiel in unserer Stadt nicht. Und ja, deswegen waren wir da drin. Ich habe was gekauft, ziemlich unklug von mir und ziemlich unlogisch. Ich habe mir Bettwäsche gekauft, ernsthaft. Aber ich meine, ich fand die irgendwie so schön und die war echt nicht teuer. Also vor allem für London nicht teuer. Und ja, ein Kissen. Und ich hatte eigentlich schon Probleme mit meinem Gepäck beim Herkommen, weil ich kein extra Gepäck hatte, also kein so Koffer, sondern ich hatte nur Handgepäck. Und wir dürfen bei dem Billigflug, den wir hatten, wirklich nur ein Handgepäck haben, auch keinen Handtaschen dazu oder so. Und das wird ein Problem werden. Ich hoffe, ich kann notfalls beim Zurückfliegen was dazu buchen. Ja, dann waren wir noch bei der Tower Bridge und so sind da rumgegangen ein bisschen, haben dann noch was gegessen. Und sind jetzt wieder da. Es ist jetzt erst so 10 oder so, also wir werden noch nicht direkt schlafen gehen, sondern noch ein bisschen quatschen wahrscheinlich und lesen oder sowas. Aber wahrscheinlich gehen wir nicht mehr raus, weil besser, wir schlafen jetzt ein bisschen früher. Was für mich eigentlich schon ziemlich früh ist. Ich glaube, ich bin seit Wochen nicht mehr um 10 ins Bett gegangen. Das war das Handy von der Freundin, mit der ich hier bin. Nicht meins, das habe ich irgendwie immer auf stumm. Ja, keine Ahnung. Heute eben wahrscheinlich nicht mehr so viel machen und dann, wenn wir morgen relativ
früh aufstehen müssen, damit wir rechtzeitig ankommen, weil wir haben Madame Tussauds gebucht und da muss man dann genau so da sein, damit man reinkommt. Und ja, wir wahrscheinlich werden wir dann noch ins Sherlock Museum gehen, weil es auch in der Baker Street ist beides und dann können wir das so schön verbinden. Sonst habe ich für morgen noch nichts geplant, wir werden einfach mal sehen, was der Tag uns so bringt, weil ich vermute mal, die beiden Sachen werden uns nicht den ganzen Tag aufhalten. Aber ich freue mich da schon sehr drauf und ja, das war's, glaube ich, für heute dann so. Und ich werde euch wahrscheinlich morgen mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich dann sprechen werde, wenn ich euch irgendwas zeige. Ich weiß auch nicht, inwiefern man da filmen darf oder nicht. Also wir werden am Tag drauf auf jeden Fall zur Harry Potter Studio Tour machen. Da weiß ich schon, dass man nicht filmen darf, sondern nur Fotos machen. Deswegen, ja, dann kann ich höchstens leider ein paar Fotos einblenden. Ich weiß nicht, wie es morgen sein wird. Aber das erfahrt ihr dann. Und wir sehen uns dann im nächsten Clip wieder. So, der nächste Tag und wir gehen gleich frühstücken und dann zu Madame Tussauds. Und es klappt hoffentlich alles so, wenn man irgendwie nur in einer bestimmten Viertelstunde da ankommen kann und keine Ahnung, wie das damit anstehen und so weiter ist, aber das werden wir gleich fest. Zimmer. Irgendwie wird das so ein bisschen so ein Zimmervlog. Ich wollte eigentlich gerade am King's Cross drehen, aber dann sind wir schon zu schnell zur U-Bahn runtergegangen und ich wollte nicht auf der Rolltreppe mit der Kamera rumtun. Ich dachte, ich verliere die dann am Ende. Also ich habe die ganze Zeit schon Angst, dass sie mir runterfällt, weil sie doch ein bisschen schwer ist. Und ja, ich bin eigentlich in solchen Sachen doch ein bisschen tollpatschig. Ja, aber wir waren jetzt im Madame Tussauds, dann im Sherlock Museum und ich habe ein bisschen mitgefilmt. Also ich kann euch ein bisschen was einblenden von verschiedenen Sequenzen. Und wir waren jetzt gerade noch spontan am Gleis nur drei Viertel. Ich habe ja schon ein Bild davon, aber die Freundin, mit der ich hier bin, noch nicht. Und sie musste nicht unbedingt, hat sie gesagt. Aber dann habe ich irgendwie so gemeint, ja, wir haben jetzt nichts Besonderes zu tun und wir könnten hier trotzdem gehen. Und dann, ja, waren wir da, weil sie das dann doch auch wollte. Und dann haben wir jetzt eins zusammen und eins jeder alleine gemacht. Ich kann es euch mal kurz zeigen, gleich in der Kamera. Und wir wissen noch nicht genau, was wir jetzt gleich machen werden. Wahrscheinlich bald irgendwas essen und sonst mal schauen. So, also ich werde am Ende wahrscheinlich nochmal einen gesamten Haul oder irgendwas zeigen, aber ich darf ja dann mit zeigen, oder gut. Wir haben nämlich eins alleine und jetzt dadurch, dass wir dieses Mal zu zweit waren, konnten wir endlich mal sowas zusammen machen, weil letztes Mal habe ich ja nur eins alleine. Das hier mal ohne Springen, weil mein anderes schon mit war. Und das hier. Ich nenne es Jetzt lacht sie noch, weil ich im Hintergrund schon mit meinem Zauberstab warte. Vielleicht muss ich nur noch 20 Mal dahin gehen und dann saugt es mich irgendwann doch durch und ich kann meinen Abschluss auf Hogwarts endlich nachmachen. Aber ja, es ist wieder nicht passiert.
sie wollen mich nicht. Und ja, dann habe ich noch im Sherlock Holmes Shop, also da gab es so einen Shop daneben, ein paar Sachen gekauft. Also einmal dieses Lesezeichen. Gab da verschiedene Sprüche. Ich habe There is nothing more deceptive than an obvious fact. Das ist mit dieser Lupe hier oben. Es gab, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gut sehen könnt in dem Licht. Es gab noch andere. Ich wollte eigentlich eins mit einer Geige, aber ich fand den Spruch dann nicht so gut wie das hier. Der war so vom Spruch her am besten, deswegen habe ich den genommen. Und so ein Baker Street Sign. Das war das kleinste, das es gab, aber die anderen waren echt nochmal wesentlich teurer. Also das hat hier schon 6 Pfund gekostet und Pfund ist ja, also weniger als Euro, also ein Euro ist es mehr. Und die größeren haben dann irgendwie 12 Pfund und irgendwie 20 gekostet und das konnte ich mir nicht wirklich leisten. Deswegen, ich fand es eh hier schöner, weil bei den anderen waren diese Köpfe auch so klein und dann sah das irgendwie proportional ein bisschen komisch aus. Und ich bin sehr glücklich mit meinen Sachen. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Wir sind zurück im Hotel nach dem Essen. Wir waren im Nando's. Das ist, also ich habe das von den ganzen britischen YouTubern, die gehen da öfter mal hin. Das ist so portugiesisch anscheinend. Ja, und wir haben da so Pitas gegessen. Da gibt es auch Wraps und Burger und sowas und Mais und Pommes. Und danach noch so ein, ich habe es kurz gevloggt, ich weiß nicht, ob ich es reinschneiden werde, ob das was geworden ist, so einen richtig fetten Schokoladenkuchen und Eis. Wir wollten so einen Cheesecake, es gab Chocolate Cheesecake irgendwie, das klang total cool, das wollten wir probieren. Aber das war der einzige Kuchen, der natürlich aus war. Ja, aber dann haben wir den als andere, das war ganz cool, alles, das ganze System ist ein bisschen wie bei Piano in Deutschland, also man bezahlt auch direkt das Essen und so. Und das war ganz gut eigentlich und dann, ja, sind wir jetzt wieder zurück im Hotel. Da wir morgen relativ früh raus müssen, weil wir zu der Harry Potter Studio Tour gehen, werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr rausgehen. Sondern mal schauen, weil hier gibt es auch eine Bar im Hotel. Vielleicht gehen wir da rein. Ist leider nicht so groß irgendwas wie das in Edinburgh, wo wir nicht drin waren. Also nur ganz kurz am Abend. Ist ein bisschen unpraktisch, aber mal schauen. Wir werden einfach mal reingehen. Genau, und dann melde ich mich entweder heute Abend noch oder morgen wieder.